Hey Leute, ich werde öfter mal von euch gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, mit welchen Sachen ich mich so schminke. Und ich dachte, für Jana und kann ich ja auch mal meine tägliche Schminkroutine herzeigen, weil es gibt nur eine in meinem Leben, weil ich mich fast schon immer gleich schminke und meistens auch mit denselben Produkten. Ich benutze jeden Tag das Gleiche. Und wenn das leer ist, kaufe ich mir was Neues. Ich kaufe mir ganz selten neue Sachen. Weil ich habe eigentlich nicht so viel mit Schminken am Hut, aber es wollten einige wissen. Ich verwende zum Großteil tierversuchsfreie und vegane Schminke. Es ist aber nicht alles, was ich verwende, tierversuchsfrei und vegan, weil ich natürlich vieles noch hatte von früher. Und ich auch nicht bei allem Bescheid weiß und so. Also, falls ihr mir Sachen empfehlen könnt, die tierversuchsfrei und vegan sind als Alternative, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich nehme es gerne an. Ich benutze zum Großteil Sachen von Catrice und Balea, weil die eben keine Tierversuche machen und weil es das bei DM gibt. Kiko habe ich zum Beispiel auch was. Als Foundation nehme ich eigentlich immer von Catrice Nude Illusion Make-up. Welche Farbe das ist, kann ich euch nicht sagen, weil ich den Deckel verloren habe, aber es steht hier auch nicht drauf, glaube ich. Und den habe ich übrigens von Kiko hier. Der ist auch mega gut und riesig. Das mache ich aber auch nicht immer. Also ich gehe auch oft ungeschminkt raus und so. Boah, sieht mein Gesicht jetzt weiß aus, Mann. Für meine Augenbrauen nehme ich hier dieses Catrice Eyebrow Set. Das ist praktisch, weil da gibt es in zwei verschiedene Farben, aber ich nehme immer hellere. Und ich sollte das eigentlich auch nur hier außen rauf geben, weil ich außen so gut wie keine Augenbrauen habe. Seht ihr gleich den Unterschied? Ich gebe halt auch immer noch innen ein bisschen was drauf. Obwohl alle sagen, dass es dann zu viel ist, aber was gibt schon zu viel? Dann nehme ich hier dieses Bürstchen, was mir Michelle mal zu Weihnachten geschenkt hat. Essentiell, Leute, essentiell. Und dann mache ich da richtig so einen Buschen aus meinen Augenbrauen. Als nächstes nehme ich Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice in der Farbe Light Beige und gebe mir das als Lidschattenbase auf mein bewegliches Lid. Boah, sehe ich hübsch aus. Ghost Mode on. Ist ja gerade eh modern auf YouTube, übernatürliche Sachen. Dann nehme ich hier diese Valium Marcus Palette. Die habe ich von Amazon. Ich habe keine Ahnung, ob die vegan oder tierversuchsfrei ist oder so. Die habe ich mir gekauft, weil ich es bei Michelle so cool fand. I don't know. Ich verlinke die euch mal in der Infobox, falls ihr Interesse dran habt. Aber falls ihr auch solche Farben von irgendeiner Naturkosmetikfirma kennt, immer damit in die Kommentare. So, ich nehme jetzt mal, wie meistens eigentlich, erstmal so eine Grunddingens und gebe mir die da aufs bewegliche Lid. Ich nehme halt voll gerne so Orange- und Rottöne für meine Augen, weil dann das Blau mehr hervorsticht, weil sonst sieht man meistens nicht mal, dass meine Augen blau sind. Und jetzt nehme ich für die Crease, die ist der. Jetzt kommt das Wichtigste am ganzen Make-up und zwar mein Eyeliner-Strich und den mache ich mir schon seit Jahren. Immer. Immer mit demselben. Und zwar von Catrice Liquid Liner Waterproof. Ich hoffe, der wird nie abgesetzt. Ich benutze den seit sicher über 5 Jahren, wenn nicht länger. Ich benutze immer diesen. Ich finde ihn so geil. Ich habe aber immer noch Angst, obwohl ich mir jeden Tag einen Eyeliner-Strich ziehe. Das ist verkackt. Ich finde den halt so geil, weil der so eine feste Spitze hat, aber die trotzdem ein bisschen biegbar ist. Ich habe hier übrigens meinen Spiegel nebenbei, also wundert euch nicht, warum ich immer hier reinschaue. Ich nehme immer als erstes bei dem Auge meine Wimpern so nach unten, ja? Dann fange ich außen an und ziehe hier erstmal den Wing und gehe dann rein. Und dann nehme ich dieses Lid und mache dasselbe nur von der Seite, so nach innen. Let me concentrate, sonst schaffe ich das nicht. First side ist dann, jetzt mache ich die nächste Seite. Boah, ich hasse die zweite Seite beim Eyeliner machen so hart. Kann man machen, oder? Ist jetzt keine Meisterleistung, aber kann man machen. Kann man machen. So, als nächstes kommt hier Catrice Cosmetics Waterproof Lashes to Kill Volume Mascara. Waterproof. Alles Catrice, Mann.
Dann nehme ich wieder meinen Concealer und gebe mir hier so im Punkte-Mode Indiana-Style Punkte drauf, da drauf. Keine Ahnung, warum ich das so mache, aber ich mache das immer so. Und jetzt ganz leicht antupfen. Wow. Das hat's richtig gebracht. Man sieht meine Augenringe kaum noch. So sieht übrigens bei mir Schminke aus. Hier ist mein Lockenstab letztens im Livestream sogar auf meiner NYX-Palette geschmolzen. Das ist mir beim Reisen rausgefallen und zerbröckelt. Ja, so sieht's bei mir aus. So viel Wert lege ich auf meine Schminksachen. Ich mische immer die beiden mittleren Farben hier, um meine Wangenknochen zu konturieren. Also so lasse ich es natürlich nicht. Das sieht jetzt arg schlimm aus hier. Ich gebe mal rauf. Auch hier so. Und auf meiner Stirn. Und dann nehme ich meinen großen Pinsel und verblende das. Einfach hier so. Was ich übrigens auch ganz neu für mich entdeckt habe, ist hier bei Kiko dieser Creamy Highlighter Stick. Das finde ich so geil. Das nehme ich einfach hier so raus. Also Creamy Highlighter Stick in der Farbe 100. Von Kiko ist der. Die sind auch hier tierversuchsfrei. Finde ich mega cool. Und dann mache ich hier. Und hier noch. Und da noch. Und hier noch. Und hier noch. Und da noch. Und verdingst das ein bisschen, damit das nicht so hart wie eine Speckschwarte aussieht. I'm ready! Das war's auch eigentlich schon. Mehr ist es nicht, mehr ist es nicht. Ich zeige euch das mal. Hier so. So, I'm ready, that's my makeup. So sieht's aus, wenn ich fertig bin. Ja, hier könnte ich noch ein bisschen verblenden. Aber that's it, das ist das, was ich einfach jeden Tag mache. Ich hoffe, es hat euch irgendwie was weitergeholfen. Meistens mache ich zum Schluss dann auch noch so ein Setting Spray von Alverde obendrauf. Und dann verwende ich auch noch gerne für meine Haarspitzen dieses Haaröl hier von Allright. Das ist auch so eine vegane, tierversuchsfreie Firma und die machen auch zum Beispiel Shampoos und all so ein Zeug. Und das ist wirklich geil, das riecht auch wirklich gut und das verwende ich halt auch voll oft. Mega weird, oder? Zu sehen, wie ich ein Schminktutorial mache. Ist ja jetzt schon 2 Jahre oder so her, dass ich das letzte gemacht habe. Ich habe nämlich damals auf meinem Hauptkanal tatsächlich auch Schminktutorials gemacht, beziehungsweise so Beauty-Zeug teilweise. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Video.